Was für ein bescheidener Tag. Regen, Sturm. Unsere Photovoltaikanlage hat mit 1,6 Kilowattstunden den schlechtesten Wert des Jahres erzielt. Und das ausgerechnet heute, wo wir mit unserem dreitägigen Ersatzstrombetrieb-Test hier mal starten wollen. Wir wollen einfach mal simulieren, wie ist es denn vom Stromnetz getrennt zu sein im Winter? Was leistet die Photovoltaik noch? Was läuft überhaupt noch? Sitzen wir irgendwann im Dunkeln? Das alles wollen wir uns mal ansehen. Und ja. Im Sommer haben wir das schon mal getestet. Das war natürlich eine ziemliche Lachnummer, haben auch alle gesagt, macht das doch mal im Winter. Und das machen wir heute. Es ist jetzt 20.45 Uhr oder so. Ja. Ja, und ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. Und jetzt? Schalten wir um. Schalten wir um. Schalten wir. Also wir haben ja, genau, am Donnerstagabend ab 21 Uhr haben wir ja den Versuch gestartet um 21 Uhr und da hatten wir 30% noch im Speicher, in unserem 8,6 Kilowattstunden großen Speicher. Ja. Ursprünglich waren es mal 15% Notstromreserve, wir haben jetzt aber gesagt, wir machen 30%, weil der sowieso nicht mehr voll wird. Genau, um die Jahreszeit kriegen wir keine 70% mehr in unseren Akku geladen. Das seht ihr auch gleich, wenn wir in die Statistik gucken. Mhm. Und über die Übergangsmonate März oder auch Oktober, da macht es Sinn, die Reserve runterzufahren, weil dann braucht man noch nicht so viel Reserve, weil die Nächte noch nicht so lang sind und man noch mehr in den Akku reinkriegt. Aber jetzt im November bis Februar, sag ich mal, kriegen wir 70% nicht mehr rein in den Akku. Also können wir auch die 30% als Reserve nutzen, falls der Fall der Fälle eintritt, dass wir ein bisschen mehr Strom zur Verfügung haben, weil die Wärmepumpe, die braucht einfach zu viel Strom tagsüber auch und deshalb kriegen wir den Speicher nicht mehr so voll. Genau, wir haben ja eine 20 Kilowatt Peak große PV-Anlage auf dem Dach, aber wir haben schlimme Schatten. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber, ach so, dass jetzt im Ersatzstrombetrieb nur 12 Kilowatt Peak laufen, die an dem großen Wechselrichter hängen, unserem Hybridwechselrichter, der stellt auch den Ersatzstrom zur Verfügung. Und der andere, der 6 kW Wechselrichter, der wird weggeschaltet, weil der erwartet einfach ein 50 Hertz Netz, was halt im Ersatzstrom nicht gegeben ist. Im Ersatzstrombetrieb wird eine andere Frequenz gefahren, damit das mit dem Netz irgendwann nicht kollidiert. Ja. Und deshalb ist der Kleine nicht aktiv und uns fehlen einfach 8 kW Peak auf dem Dach. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den weiteren Ausgangswerten. Also 30% hatten wir im Speicher. Ja. Dann haben wir gehabt Temperaturen. Wir haben das ja vorher mal gemessen in unserem Haus. Wie gesagt, die Wärmepumpe war ja schon um 17 Uhr aus. Das haben wir ja so eingestellt, dass sie von 17 bis 21 Uhr aus ist. Dynamischer Strompreis, da ist er, genau, am teuersten, deshalb ist die Wärmepumpe dann aus. Und da war natürlich, als wir dann um 21 Uhr gemessen haben, hatten wir halt schlappe 18 Grad nur noch im Wohnzimmer. In der Toilette, im Badezimmer, ein Warmwasserspeicher unten. Wir haben einen 300 Liter Warmwasserspeicher. Der hatte noch eine Temperatur von 45 Grad, also das Wasser. Und die Temperatur im Keller waren auch noch 18 Grad. Wir haben einen Kamin im Wohnzimmer, also der halt nicht das ganze Haus heizt, aber das ist ein ganz normaler Kamin. Da haben wir dann so ein Holz, haben wir das gewogen. Also ein Korb. Holzkorb sind 9 Kilo ungefähr. Also das ist echt 10 Scheite oder sowas, ne? Ja, ungefähr. Ungefähr so. Die klassischen 30 cm Holzscheite. Mhm. Ja. Gut. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich dann noch 2 Powerstations. Mhm. Eine 1 Kilowattstunden große Powerstation, richtig, die ein Speichervermögen von 1 Kilowattstunden hat und eine etwas kleinere 500 Wattstunden. So, die haben wir noch gehabt und das war's eigentlich, ne? Ja. Dann haben wir losgelegt. So, was haben wir jetzt? 8 Uhr morgens und alles ist aus. Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. So, RicoFlow, Display, ja, das funktioniert, denn die Gefriertruhe haben wir natürlich vorsichtshalber hier angeschlossen, was auch, glaube ich, ganz gut war, denn die ist noch an, sehr gut. Ja, das geht noch länger. Das passt. So, und hier unten ist nichts. Da tut sich noch nichts. Guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, 8.45 Uhr. Und
Der Strom ist aus, der Speicher ist leer, die 30% hat es heute Nacht leer gezogen. Und jetzt warten wir darauf, dass der Schwarzstart erfolgt. Zum Glück ist das Wetter heute Morgen ein bisschen besser. So leicht blauer Himmel, die Sonne könnte bald aufgehen. Und wie ihr hier seht, die Photovoltaik produziert schon. Jetzt muss der Speicher erstmal zu einem Viertel der Notstromreserve wieder geladen werden. Und danach springt das ganze Haus wieder an. Das ist jetzt der Moment, wo wir da ein bisschen rumstehen und wissen nicht, was ist jetzt Sache. Weil wir kommen natürlich nicht auf den Wechselrichter drauf. Wir können nicht gucken, wie viel ist denn schon produziert, wie viel ist im Speicher. Das ist jetzt so ein bisschen die Zeit, die so ein bisschen ungewiss ist. Wir gehen davon aus, gegen 10 Uhr oder halb 10 sollte so viel im Speicher sein, dass die ganze Anlage wieder anspringt. Dann haben wir auch wieder Strom. Was noch läuft, ist unser Gefrierschrank, weil den haben wir extra abgesichert, weil wir schon die Ahnung hatten, dass der Speicher nicht reicht durch die Nacht. Und hier haben wir unseren EcoFlow Delta 2. Der versorgt den Gefrierschrank, hat aber auch schon über 30% rausgezogen über die Nacht. Also für ewig geht das auch nicht, aber den wollen wir natürlich heute auch wieder aufladen, den Delta 2. Aber so ist der Gefrierschrank auf jeden Fall sicher durch die Nacht gekommen. Jetzt können wir nochmal auf der anderen Seite gucken. Hier haben wir das warme Wasser. Da wird ja auch seit gestern nichts mehr produziert. Und da sind wir jetzt noch bei, ja, es sind so 43 Grad, die wir jetzt noch im warmen Wasserbehälter haben. Gehst du nochmal duschen? Ja. Will ja nicht drei Tage hier wie ein Schmoddel rumlaufen. Ach, kriegt doch keiner mit. Ja, trotzdem. Man muss ja irgendwo ein bisschen Kultur bewahren, auch wenn Stromausfall ist. Genau, ja. Der Rest der Heizung ist natürlich jetzt auch erstmal aus. Die hängt hier am ganz normalen Stromnetz. Ja. Aber die wäre eh aus gewesen. Wir haben den Heizkreis abgeschaltet, wir haben den Warmwasser, die Wochenplanung abgeschaltet. Das heißt, die Anlage läuft zwar in der Regelung, aber sie heizt nicht und sie macht auch kein warmes Wasser, aber der Frostschutz ist halt aktiviert. Von Samstag auf Sonntag soll es ja kälter werden. Wir müssen gucken, ob wir dann den Test vielleicht sogar abbrechen, weil die Heizung hat natürlich Vorrang, dass da nichts passiert, aber das werden wir auf jeden Fall beobachten. Wie sieht es denn hier im Wohnbereich mit den Temperaturen aus? Ja, wir haben ein bisschen was verloren. Wir sind bei 17 Grad heute Morgen. Also das ganze Haus hat ungefähr 1 Grad verloren heute Nacht. Hier haben wir das Thermometer einmal. Wir hatten heute Nacht 4 Grad in der tiefsten Temperatur. Und jetzt müssen wir natürlich gleich wieder den Kaminofen anmachen, damit es weitergeht, damit das Haus nicht auskühlt. Und das ist halt unsere Hauptwärmequelle jetzt. Wir hatten ihn gestern Abend noch laufen lassen, also noch das Feuer gehabt, das die Türen zugemacht. Dann hat er über Nacht noch weiter geheizt. Und ja, wichtig beim Kamin immer von oben anzünden, dann brennt es besser. Und die Rinde immer weg vom Feuer, weil die Rinde ist ein Feuerschutz des Baumes und deshalb brennt das nicht so gut, wenn die Rinde am Feuer ist, sondern immer die Rinde auf die andere Seite vom Feuer, dann läuft das Ganze viel besser. Den machen wir jetzt wieder an. Der erste Korb mit 9 Kilo ist gestern verfeuert worden und heute geht's weiter und wir gucken mal, wie viel Holz verfeuern wir denn insgesamt über die 3 Tage, um unser Haus noch halbwegs warm zu behalten. Aber der Kamin ist ja jetzt kein Kamin, der quasi das ganze Haus heizt, sondern ist einfach nur ein Wohlfühlkamin. Ja, er heizt schon. Wir hatten gestern 23 Grad hier im Wohnzimmer, aber auch nur, wenn der Kamin richtig lief. Danach wird es auch gleich wieder kälter, 21 Grad. Aber der Esswohnbereich, der wird hier schon damit geheizt, aber der Rest des Hauses, dafür reicht es natürlich nicht. Das ist eher so, ja, so ein Ambiente-Kamin. Aber gemütlich. Genau. Jetzt frühstücken wir erstmal. Ja. Die Kaffeemaschine läuft zwar noch nicht, aber das Essen ist ja da. Ja. 11.15 Uhr, der Strom ist wieder da. Der Kühlschrank piept, daran haben wir es gemerkt. Weil ansonsten. Und? Ja. An der Uhr. Genau. Wenn wir mal hier rausgucken jetzt. Wir haben heute nicht gerade ideales Wetter, es ist immer wieder Sonne, es ist aber auch viel Regen, dunkle Wolken. Ja, und dann dauert es halt einfach bis so eine halbe Kilowattstunde im Speicher ist, die wir drin haben müssen. Ein Sechstel der Notstromreserve muss erst in den Speicher geladen werden wieder, bis dann das Haus wieder versorgt wird, der Wechselrichter wieder auf Netz umschaltet. Und ja. Musst du jetzt auf eine halbe Kilowattstunde, rechne das mal vor. Genau, wir haben ja 8,6 Kilowattstunden insgesamt und wir haben 30% Notstromreserve und ein Sechstel von 30% sind ja 5% und das bedeutet bei 8,6 Kilowattstunden, naja, sind es halt nicht ganz 0,5 Kilowattstunden, 0,4 irgendwas. Die müssen erstmal reingeladen werden. Wenn die drin sind, dann baut der Wechselrichter wieder das interne Netz auf, das Inselnetz, und dann wird unser Haus auch wieder versorgt. 12 kW
arbeiten am Dach und ja, die, bis die halt mal 500 Watt über eine Stunde bringen, was wir ja brauchen, plus die Netz, die Wechselrichter Selbstversorgung, also müssen es eher schon 600 Watt pro eine Stunde sein, die dauerhaft vom Dach kommen, bis dann das Ganze wieder anspringt. Es ist Ende November, es ist Deutschland, wir sind hier in Hamburg, da ist das halt nicht so einfach. Aber jetzt haben wir wieder Hausstrom, jetzt können wir auch mal wieder gucken, warum war denn der Speicher leer, wann war er leer, hat vielleicht die Heizung sogar eine Erhaltungsladung sich irgendwie gegönnt, um einfach das Wasser in den Rohrleitungen warm zu halten. Das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir hier also wieder auf unserem Wechselrichter. Seit 11.15 Uhr haben wir wieder Strom im Haus. Und man sieht hier, er hat auf 16% hochgeladen. Nicht wie SMA in der Bedienungsanleitung eigentlich angibt, dass ein Sechstel der Notstromreserve wieder geladen sein soll. Bei uns war es die Hälfte. Erst dann hat der Wechselrichter wieder das Hausnetz aufgebaut. Das muss ich mit SMA nochmal klären, wieso das so passiert ist. Und ich sage aber mal so, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil morgens ist es schon hell, als wir aufgestanden sind. Man geht ja beim Stromausfall nicht unbedingt arbeiten und dann schläft man halt vielleicht auch mal ein bisschen länger und dann braucht man auch kein Licht morgens im Haus. Und das Einzige ist halt, der Kühlschrank ist abgetaut ein bisschen, der muss jetzt wieder aufladen, dass er wieder runterkühlt. Und wir haben natürlich unsere elektrischen Geräte jetzt angeschlossen, Notebooks, Handys, was man so über den Tag halt benutzt. Das wird jetzt wieder aufgeladen, aber ansonsten ist es kein Drama, wenn morgens erstmal kein Strom zur Verfügung ist. Das Einzige, was wir nicht hatten, das war ein warmer Kaffee. So, und hier unten gucken wir uns jetzt mal an, wie es heute aussieht. Und zwar sehen wir hier, um 6.45 Uhr war der Nullpunkt erreicht, dann war der Akku leer. Und dann ist der Strom ausgegangen und um 9.05 Uhr ungefähr hat die Anlage angefangen zu produzieren. Und dann hat sie hier gleichmäßig den Akku bis auf 16% hochgeladen. Und dann ist halt das Hausnetz wieder angesprungen und wir konnten unsere ganzen Verbraucher hier wieder aufladen, die bis heute Morgen dann leer gelaufen sind. Und dann gucken wir nochmal in den gestrigen Tag rein und hier sehen wir erstmal hier unten, das war die Erzeugung gestern, das war der schlechteste Tag des Jahres, 1,6 Kilowattstunden mit der großen Anlage. Und wir sehen hier das Maximum des gestrigen Tages mit der Notstromanlage, 355 Watt, das war das Maximum, was sie gestern geschafft hat. Wir hatten gestern Nacht den Akku vollgeladen mit günstigem Tibberstrom, wie man hier sieht, dynamischer Strompreis 20 Cent. Das hätten wir sowieso gemacht in Erwartung eines Stromausfalls oder auch nicht. Und der hat sich natürlich dann komplett durch die Wärmepumpe hauptsächlich über den Tag entladen, weil halt einfach nichts reinkam und war dann um 16 Uhr eigentlich runter auf der Notstromreserve von 15%. Hier sind es 13%, das ist auch eine kleine Abweichung. Und dann haben wir, hier sieht man noch, hier war dann eine Erhaltungsladung gleich, die hat ihm wieder etwas angehoben und wir haben dann gesagt, es macht keinen Sinn für uns, 30 oder 15% des Akkus nur vorzuhalten für Notstromreserve im November oder auch im Winter, weil wir brauchen keine 85% vom Speicher, die kriegen wir im Winter nicht mehr vollgeladen, die Wärmepumpe saugt alles weg, deshalb macht das keinen Sinn, also haben wir gestern Abend noch beschlossen, wir gehen auf 30% Reserve, das ist ein sinnvoller Wert für uns in dieser Jahreszeit, das sind ungefähr 2,5 Kilowattstunden, haben dann nochmal aus dem Netz hochgeladen und haben dann hier, wie man sieht, um 8:15 den Netzausfall simuliert und seitdem ist der Akku dann relativ gleichmäßig runtergegangen. Hier um 23 Uhr von 24% bis 23.20 Uhr auf 21%. Da hat irgendwas ziemlich viel Strom gezogen. Das konnten wir aber auch nicht nachvollziehen, was das genau war. Naja, und so ist es dann halt in den heutigen Tag reingelaufen und ist dann jetzt wieder am Aufladen. Und hier sehen wir haben heute schon wieder Spitzen gehabt von 1,6 kW. Es ist ein Sonne-Wolken-Regenmix heute, typisches Aprilwetter eigentlich. Und wir wollen mal gucken, wie viel wir heute noch in den Akku reingeladen bekommen. Wir sind jetzt bei 16% und laden gerade mit 1,08 kW den Akku wieder auf.
Eine große Unterstützung für unser Projekt waren auch diese vier Module. Das sind 400 Watt Module der Firma EcoFlow. Die sind recht flexibel und wiegen auch nicht wirklich viel. Und die haben wir jeweils zwei in Reihe geschaltet. Und die gehen oben, wir können das mal angucken, hier über so Flachkabeldurchführung, durch die Scheibe durch, durchs Fenster, rein ins Haus. Und drin hängt unsere Powerstation EcoFlow Delta 2. Und die hängt an dem Wechselrichter Powerstream. Und wir speisen jetzt quasi in die Delta 2 ein. Und die Delta 2 speist ins Hausnetz ein. Und so haben wir immer noch mehr Unterstützung von der Photovoltaikseite her, weil die Dinger bringen fast so viel in unserer Schattensituation wie unsere Anlage auf dem Dach. Wie viel? Die machen jetzt gerade so 150 Watt, wenn ich nicht gerade davor stehe. Und die Anlage auf dem Dach macht 500 Watt, durch die Schatten halt bedingt. Und wir können halt, wie gesagt, direkt mit einer fest eingestellten Wattzahl ins Hausnetz einspeisen und haben so eine weitere Unterstützung zum Stromverbrauch. Und ja, was ist denn mit diesem durchführenden Kabel da oben? Ja. Ist das nicht so, dass das dann undicht ist, wenn die so durch Nein. die Scheibe durchgehen? Die sind so flach und da ist ja das Fenster hat ja auch so eine Dichtung und das drückt durch die Dichtung durch und damit ist das weiter alles dicht. Also da wird nichts undicht von. Die Tür geht auch ganz leicht zu, die kann man einfach wie immer zumachen, also das merkt man überhaupt nicht. Aber mit dem System machen wir noch eine gute halbe Kilowattstunde pro Tag, die uns halt einfach auch noch unterstützt. Wir sind ja auf Minimalstromverbrauch. Wir brauchen jetzt so 3-4 Kilowattstunden am Tag und da bringt das einfach schon richtig viel. Mhm. Und was auch richtig viel bringt, ist das Modul hier vorne. Das jetzt gerade wieder im Schatten ist, weil du davor stehst, genau. Hier hängt auch noch eine Powerstation dran, die hat nicht so viel Leistung, die hat eine halbe Kilowattstunde. Und mit der können wir aber drin auch noch Geräte betreiben. Was die zum Beispiel nicht kann, ist unseren Gefrierschrank, weil der hat eine zu hohe Anlaufstrom und dann steigt die einfach aus. Ja. Und die Delta 2 Pro von EcoFlow, die kann das, weil die kann eine Kilowattstunde oder 1,8 Kilowattstunden sogar abgeben. Und damit kann die auch locker so einen Gefrierschrank betreiben. Und der hat bei uns ja relativ höchste Priorität, weil wenn der auftaut, da haben wir ein echtes Problem. Und deshalb sichern wir den nochmal extra ab mit der EcoFlow nachts, weil es reicht einfach nicht, was vom Dach kommt, um durch die Nacht zu kommen. Das ist einfach so, wir haben zu viele Schatten, da muss man mit leben. Können wir die Sachen aus der Gefriertruhe nicht eigentlich auch rausstellen nachts? Ja, wir haben knapp unter Null gehabt heute Nacht, das reicht einfach nicht, weil im Gefrierschrank ist jetzt 18 Grad minus und das hat auch schon seinen Grund. Also das kommt dann schon zu nah an den Auftaupunkt ran. Ja. Und den Aufwand wollen wir uns ehrlich gestanden auch nicht machen. Immer alles hier hochschleppen, morgens wieder runterschleppen, das muss ja auch nicht sein. Hier haben wir also unsere Kabeldurchführung, hier kommen die Kabel wieder rein auf zwei Strängen und gehen hier in den Powerstream von EcoFlow. Und der leuchtet grün, das bedeutet, er bekommt jetzt von außen Strom zugeliefert und speist aber auch ein. Und hier gehen die Kabel weiter, hier haben wir einmal von draußen die Eingangskabel. Dann haben wir hier die Verbindung zur Delta 2 Pro und hier haben wir dann noch ein Netzkabel. Das steckt man dann einfach in die Steckdose und speist über dieses Kabel ins Hausnetz mit einer vorgegebenen Wattzahl oder Kilowattzahl ein. Hier sieht man also jetzt, wir speisen mit 90 Watt ein und Output ist 0 Watt. Das heißt, wir speisen jetzt gerade nicht ins Hausnetz ein, weil wir wollen die Powerstation erstmal wieder ein bisschen aufladen lassen, steht jetzt bei 17% und er sagt 10 Stunden noch mit der Leistung, dann wäre sie voll. Das schaffen wir natürlich heute nicht. 10 Stunden Sonne Ende November ist nicht drin, deshalb werden wir die auch heute nicht voll bekommen, aber trotzdem leistet sie ihren Beitrag. Voll hieße ja eine Kilowattstunde, selbst wenn wir sie halb voll bekommen, was vielleicht klappen könnte, wenn die Sonne so bleibt, dann wären wir mit einer halben Kilowattstunde dabei und das wären schon ein paar Prozent unseres Strombedarfs, den wir am Tag so haben. Und die Gefriertruhe heute Nacht? Die muss sie natürlich wieder mitversorgen, dafür braucht sie 30% und ich denke, die schaffen wir heute noch. Eine dauerhafte Einrichtung bleiben bei uns, weil wir werden dann quasi immer, wenn was von draußen kommt über die Module, dann werden wir das hier ins Hausnetz einspeisen. Es kommt nicht zu einer Einspeisung ins Stromnetz, weil wir werden im November, Dezember, Januar, Februar nicht ins Stromnetz einspeisen. Das verhindern Wärmepumpe, Speicher, die nehmen den Strom zuerst ab. Wir produzieren nicht genug, um ins Netz einzuspeisen. Deshalb können wir das in den Monaten hier machen. Und es ist halt eine wertvolle Unterstützung. Da kommen sicherlich so, vielleicht 30, 40 Kilowattstunden über den Winter auch zusammen. Der Ofen ist wieder an, damit es ein bisschen flauschiger wird. Aber? Der Speicher ist noch nicht an, wir haben noch kein Hausnetz, also geht die Kaffeemaschine nicht. Nee. Aber wir haben ja eine Wärmequelle und die nutzen wir jetzt einfach, um Wasser zum Kochen zu bringen. Oha.
Das ist ja richtig Lagerfeuerromantik. Ja. Yeah. Bill West holt die Mutter Monika raus. Und wer holt den wieder raus, den Topf gleich? Ich hab doch hier einen Handschuh. Ah, ne? Ist gut. Weil sonst wär's, glaube ich, ein bisschen heiß. Ja. Dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Genau. Du kannst Kaffeepulver malen und dann hol den Topf gleich wieder raus. Kaffeepulver malen mache ich wie? Ich habe eine kleine Kaffeemühle, die braucht 100 Watt. Und die schließe ich jetzt gleich an den Jiggery an. Genau, an die Powerstation. An die Powerstation. So machen wir es. Okay. So, das ist eine Kaffeemühle. So, Samstag, 12 Uhr, geht das Netz wieder an. Also eine Dreiviertelstunde später als gestern. Woran liegt das? Das liegt an unseren langsam schon als legendär zu bezeichnenden Schatten. Hier sehen wir den Blick nach Süden und da sehen wir halt die Sonne. Wenn sie denn übers Dach der Nachbarn rüberkommt, dann verschwindet sie auch gleich schon hinterm ersten Baum. Und der zweite Baum lässt nicht lange auf sich warten. Und wenn dann der Himmel so blau ist, dann kommt wenig Diffuslicht an die Module und die Schatten ziehen sich halt über alle Module rüber. Und das bedeutet einfach sehr geringer Ertrag. In der Situation lässt sich nichts ändern. Damit müssen wir einfach leben. Und hier sehen wir nochmal die restliche Statistik vom Tag 2, also dem ersten Tag, den wir wirklich im Ersatzstrombetrieb waren. Und man sieht ja hier, wie ich schon gesagt hatte, wie hier um 9 Uhr die Produktion wieder losging. Und dann hier um 11 Uhr ungefähr die 15% erreicht waren, mit denen sie dann wieder angegangen ist. Und man sieht hier, wir haben aber auch an dem Tag trotz viel Sonnenschein die 33% nicht überwunden. Und dann ging das Ganze in die Nacht rein und man sieht halt hier schon, das reicht natürlich nicht, um durch die Nacht zu kommen. Um kurz vor Mitternacht war Feierabend, hier unten geht er auf 0, um 23.50 Uhr ist die Sache beendet und der Akku ist leer. Und wenn wir jetzt mal in den nächsten Tag reinschauen, dann sehen wir hier dasselbe Szenario wie am Vortag. Gegen 9 Uhr ging die Produktion los und diesmal war wirklich sogar erst um 12 Uhr der Moment, wo die 16% erreicht waren. Das sehen wir hier, 12 Uhr, 15%, 16% und dann ging halt die Hausversorgung wieder los und wir sind auch an diesem Tag wieder auf exakt diese 33% gekommen und haben dann gesagt, okay, wir können euch hier nichts Neueres mehr zeigen und haben dann den Livestream gemacht, den ihr ja sicherlich gesehen habt. Und haben darüber berichtet. Und danach bin ich dann auch duschen gegangen. Wie gesagt, nach knapp 2 Tagen war das Wasser immer noch erträglich warm. Und dann haben wir die Wärmepumpe wieder eingeschaltet. Und wie man hier sieht, das Schwarze, das ist der Netzbezug. Da hat sie dann auch gleich wieder losgelegt. Und der Akku ist auf seinen 30% dann auch stehen geblieben, weil wir haben ja den Ersatzstrom wieder abgestellt, das Netz wieder aktiviert. Und damit ist er dann bei den 30% Reservestrom stehen geblieben. Und seitdem ackert die Wärmepumpe sich ab, um das Haus wieder warm zu kriegen. Das war also unser kleines Experiment. Was passiert eigentlich, wenn im Winter wirklich mal der Strom ausfällt? Wie viel kann denn PV-Ersatz oder Notstrom leisten? Wie weit kommt man damit über die Runden? Und wir haben hier wirklich alle Geräte, die wir nicht wirklich brauchten, abgeschaltet. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Ihr müsst immer bedenken, wir hatten die Schatten. Wenn ihr einen sonnigen Herbst- oder Wintertag habt und eine schattenfreie PV habt, dann erzeugt ihr natürlich wesentlich mehr und kommt dann auch über die Runden. Vielleicht kann die Wärmepumpe sogar noch ein bisschen mitlaufen wieder in solchen Szenarien. Aber alternativ muss ja davon ausgegangen werden, dass wir schlechtes Wetter haben und dann performen alle Anlagen gleich schlecht. Dann kommen überall nur 2-3 Kilowattstunden vom Dach und das reicht einfach nicht, um auch nur im Minimalbetrieb über die Runden zu kommen. Deshalb haben wir halt geguckt, was brauchen wir, welche Geräte können wir tagsüber aufladen, das haben wir dann auch tagsüber gemacht und dann hatten wir die wenigstens abends und am nächsten Morgen zur Verfügung, ohne dass sie den Speicher belastet hätten. Wir haben halt noch Powerstations zum Einsatz gebracht, die wir eh hier im Haus haben. Ich würde jetzt keine Powerstation dafür kaufen, was wir hier gemacht haben. Das lohnt einfach nicht, dafür muss man Powerstations mehrfach einsetzen. Wir nutzen ja die eine zum Beispiel als kleines Balkonkraftwerk, wenn man so will, im Winter und im Sommer wird sie als Außensteckdose genutzt, dass wir mobil im Garten auch Strom haben. Deshalb hat sie schon mehrere Einsatzzwecke, aber man muss natürlich ganz klar sagen, vom preislichen her, dafür das, was sie liefert, so, da kann man nicht sagen, dass man damit irgendwelche Monetarisierung hinbekommt. Es ist einfach ein Mehrwertnutzen, den man hat und für den gibt man halt auch Geld aus. Ja, das Haus selber hat pro Tag 1 bis 1,5 Grad verloren.
Ich hatte mit mehr gerechnet und was besonders aufgefallen ist, die Räume ohne Fenster, die haben deutlich weniger verloren. Das unterstützt mich wieder in meiner Meinung. Wir sollten die Fenster definitiv dringend nochmal neu machen lassen. Ist natürlich auch ein relativ hoher Kostenfaktor. Werden wir auch nicht wieder reingeheizt bekommen, aber Fenster nach 40 Jahren, dann sind die einfach auch mal fertig. Vor allen Dingen unsere Holzfenster auf den Wetterseiten, die sehen halt auch nicht mehr gut aus. Und da sollten wir dann definitiv auch dran. Ja, wir hatten insgesamt immer so eine Grundlast von 100 bis 150 bis 200 Watt im Haus und damit haben wir halt dann schon relativ viel verbraucht. Man meint jetzt 200 Watt pro Stunde bedeutet eine Kilowattstunde in 5 Stunden. Das ist natürlich nicht ganz so, weil der Speicher halt auch Verluste hat. Die muss man immer mit reinrechnen. Dann haben wir das warme Wasser gehabt. Da sind wir in 2 Tagen von 45 auf 38 Grad runter. Ich habe bei den 38 Grad noch geduscht, das war sehr angenehm, da kann ich mich nicht drüber beklagen. Das ist also absolut heiß genug zum Duschen. Wir hatten hier noch den kleinen Vorteil, dass wir den großen 300 Liter Speicher haben. Der kühlt natürlich nicht ganz so schnell aus. Und vor allen Dingen, wenn wirklich der Strom mal ausfällt und das Wasser auch abgestellt ist quasi, weil die Pumpen nicht mehr laufen, dann können wir zumindest hier mit unserem Ersatzstrom immer noch die 300 Liter aus dem Warmwasserbehälter holen. Muss man natürlich dann abkühlen lassen, aber so ist das dann halt. Ja, in den Kamin haben wir insgesamt 4 von diesen runden Körben gesteckt. Das waren ungefähr 40 Kilogramm Holzscheite oder 40 Holzscheite umgerechnet. Die haben wir verbraucht für die 2 Tage, um das Wohnzimmer so auf 18 Grad zu halten, dass man da doch erträglich noch drin sitzen konnte. Und dann gab es natürlich noch einige Kommentare von euch, da möchte ich noch kurz drauf eingehen. 2 wertvolle Tipps, die wir noch bekommen haben. Das eine war, ihr hättet doch die Powerstations am Auto aufladen können. Natürlich habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ist richtig, über den Zigarettenanzünder am Tesla könnte man natürlich die beiden Powerstations wieder vollladen. Im Tesla ist ja genug drin, der steht bei 60, 70, 80%, wenn er hier im Winter steht. Der wird ja immer, wenn der dynamische Strompreis niedrig ist, aufgeladen und dann könnte man natürlich damit wieder was nachlegen. Das ist natürlich richtig. Und die andere Sache ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, trotz IT-Ausbildung wusste ich das nicht mehr oder wusste ich das nicht, weil ich zu lange keine Technik mehr mache im IT-Bereich, dass man heutzutage mit den Gigabit-Ports auch 1:1 Geräte miteinander verbinden kann, wenn sie feste IP-Adressen im selben Segment haben. Das wusste ich ehrlich gestanden wirklich nicht und so hätte ich natürlich dann auf den Wechselrichter draufgehen können, schon morgens, als der an war und der Speicher noch nicht geladen war und hätte sehen können, wie weit war denn die ganze Sache. Das wäre natürlich der einfachste Weg gewesen. Alternativ den Router an die Powerstation ran, Strom dran machen, dann bin ich mit dem Notebook am Router, ich bin mit dem Wechselrichter am Router, beide im gleichen IP-Segment und dann kann man natürlich auch auf den Wechselrichter über die IP-Adresse direkt zugreifen. Ja, das waren so die Erkenntnisse, die wir hier gesammelt haben. Wir haben es halt dann, wie gesagt, nach dem 2. Tag abgebrochen, weil der 3. Tag hätte keine neuen Erkenntnisse mehr gebracht. Wenn ihr besser laufende PV-Anlagen habt, dann kommt ihr natürlich mit dem Strom gegebenenfalls auch durch die Nacht. Aber wie gesagt, auch nur, wenn gutes Wetter ist. Jetzt schneit es hier bei uns, es friert und dann ist nichts mehr. 2,8 Kilowattstunden haben wir am heutigen Montag, wo ich dieses Fazit noch ziehe, noch produziert. Mehr war nicht mehr drin. Und ich kann sagen, das Haus hat sich so langsam wieder auf Normaltemperaturen erhöht. Einige Räume ziehen noch ein bisschen nach. Die Wärmepumpe musste natürlich arg arbeiten jetzt, um das alles wieder aufzuholen. Dafür war sie auch 2 Tage ausgeschaltet. Von daher für die November-Statistik sollte das halbwegs so im Rahmen bleiben. Was ich schon angesprochen hatte, der Tesla bidirektionales Laden, das wird natürlich die komplette Sache verändern. Dann wäre die Ersatzstromlage eine ganz andere. Dann haben wir einen 80 Kilowattstunden Akku vor der Haustür stehen, der in der Regel auch bis mit 50 Kilowattstunden befüllt ist. Und dann kommen wir da locker 10 Tage ohne Wärmepumpe, mit Wärmepumpe, naja, vielleicht 2 Tage über die Runden, aber immerhin 2 Tage, das ist schon mal besser als nichts. In der Regel Stromausfälle, die durch Naturgewalten erzeugt werden, die dauern in der Regel 2 bis 3 Tage. Da kann man von ausgehen, bis so eine Hochspannungsleitung wieder repariert wurde. Und von daher ist das ein Zeitraum, den man gut überbrücken kann. Deshalb auch ganz interessant, Ersatzstromfunktionalität mit bidirektionalem Laden. Und ich darf gespannt sein, was da kommt. Ich kann schon mal ankündigen, wir werden vielleicht fürs nächste Jahr auch was testen hier. Und dann werden wir natürlich auch darüber berichten. Das war es also mit unserem Notstromexperiment. Und wir bauen jetzt alles wieder zurück. Wir haben euch die Erkenntnisse mitgeteilt, die wir ziehen konnten. Und damit trennen wir jetzt unser Haus wieder vom Notstrom und gehen wieder auf Netz zurück und gehen wieder in den Normalbetrieb. Und die beiden kommen auch wieder rein. Und die Hauptsicherung
Wir gehen wieder auf Netz und machen die Hauptsicherung wieder rein. Und da ist der Strom wieder. So, wir machen die Notstrombeleuchtung wieder aus. Wenn euch das Video gefallen hat und unser kleines Experiment, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, dann bekommt ihr immer mit, wenn wir was Neues haben. Bei Instagram sind wir auch vertreten, da solltet ihr auch mal reinschauen. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und wir warten drauf, dass unser Haus jetzt wieder warm wird.